Hallo, Servus und Moin Moin, liebe Mittelalterfreunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Wir haben unser Waffentraining abgeschlossen. Erfolgreich will ich jetzt tatsächlich nicht sagen und sollen uns beim Vogt melden, der sich hier in der Burg befindet. Schauen wir uns aber mal die Karte an. Energie und Sattheit ist soweit noch okay. Wenn wir auf die Karte gucken, haben wir hier noch einen Questgeber. Außer dem Ort, den wir noch nicht gefunden haben. Wir haben hier an der Taverne noch einen Questgeber. Was haben wir hier? Auch noch einen Questgeber. Hier noch einen Questgeber. Und hier noch einen Ort, den wir nicht gefunden haben. Von daher würde ich tatsächlich sagen, gehen wir erstmal in die andere Richtung, hier zu diesem Hof. Sammeln noch ein paar Aufgaben und Quests, mit denen wir uns dann in der nächsten Zeit noch beschäftigen können. Schauen uns ein bisschen die Gegend an. Denn noch ist hier ja alles ruhig und friedlich. Und je mehr wir von der Umgebung kennen, desto besser auch für uns, ne? Noch eine Taverne? Ich hatte ja eigentlich, hatte ich fast gedacht, das ist die Schenke zum zerbrochenen Rad. Okay. Eigentlich habe ich eher damit gerechnet. Burger. Burger, komm, wir reden mal. Guten Tag. Guten Tag. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Er ist ein guter Herr. Wird nicht mehr dasselbe sein, wenn Herr Hans an die Macht kommt. Wird ein trauriger Tag. So, den Hans, den mögen sie wahrscheinlich hier. Aber wir haben ja auch schon festgestellt, dass... Okay, eine Unterkunft hätten wir hier auch für uns. So, du, Questgeber? Nein. Hallo, Wirt. Gott sei mit dir. Braucht hier jemand Hilfe? Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte es was für dich geben. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Und das ist noch nicht alles. Herr Hanusch veranstaltet in der oberen Burg wieder das Rataya-Turnier. Da wird immer so viel gekämpft, dass den ganzen Tag was los ist. Du kannst dich bis morgen anmelden, falls du denkst, dass du gut genug bist. Denke ich tatsächlich nicht eigentlich. Handeln, lass uns handeln. Habe ich denn irgendwas noch, was ich hier verkaufen kann, um ein bisschen Geld zu machen? So eine olle Karotte will er nicht. Die ist auch nicht mehr so gut. Ne? Ich versuche die mal zu verkaufen. Die anderen Karotten, die sind noch soweit gut. Ah, der Linsenbrei ist schlecht. Da kriegen wir höchstens noch 0,1 für, aber egal. Ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall erstmal die ganzen Sachen, die sowieso nicht mehr so gut sind. Ja? Die hauen wir weg, bevor wir die hinterher ganz wegschmeißen.
Das ist alles noch 50%. Okay, reich werden wir hier sowieso nicht mit. Nix kriegen wir dafür. Nix. Aber gut, was soll's. So, auf die Karte geschaut. Wo ist denn der Wildhüter? Gut, da müssen wir ja auch noch hin, den Ring zum Müller bringen. Das machen wir dann ein andermal. Wo ist der Wildhüter? Haben wir den schon gefunden? Ich weiß gar nicht so genau. Ich glaube nicht. Da ist eine neue DLC-Quest. Da ist ein Aktivitätengeber. Wir könnten uns ja natürlich auch mal an die DLC-Quests wagen. Wobei eigentlich würde ich es lieber nicht. Also noch nicht zumindest. So, finden wir irgendwo den Wildhüter hier. Die sind hier am Zocken. Shankmite. Was war das? Hier sehe ich noch keinen Wildhüter. Okay, da hinten ist auch noch ein Häuschen. Da können wir noch mal eben hin. Aber im Moment, ich will mal eben schauen, was habe ich denn hier mit meiner... Ich habe gar keine Waffen mehr hier drin. Das ist ja mal... Warum habe ich keine Waffen mehr hier drin? Natürlich machen wir das mit dem minderwertigen Pfeil erstmal. Und die Sachs nehmen wir uns auch. Rüstung... Müssen wir sehen, dass wir die Sachen hier auch gesäubert kriegen noch, ne? Ne? Sieht mir aber auch nicht nach einer Wildhüterhütte aus. Aber trotzdem schauen wir uns hier natürlich um. Gut, hier ist nix. Würde ich sagen, gehen wir Richtung Burg. Schauen da nochmal nach. Außerdem können wir uns dann nochmal wieder waschen, ne?
sehe hier nirgendwo eine Wild. Okay, hier oben. Da haben wir nochmal einen Questgeber. Möglich, dass wir da den Wildhüter haben, obwohl der schon ein bisschen weit weg ist. Ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Dorf, wo bist du? Hallo? Da. Gut, wollen wir also erstmal zurück Richtung Burg. Ich denke mal, diese Folge wird wohl mehr Quests sammeln als Quests lösen. Nee, da ist nichts für uns. Das sind alles Bürger. Noch eventuell den Wildhüter. Sieht mir auch nach einem normalen Bürgerbauern aus. Gut. So, Frage. Untere Burg, obere Durchbruch. Da ist direkt der Vogt, wenn wir geradeaus gehen. Also gehen wir erstmal in die untere Burg. Gibt es hier noch was zu fordern? Schlafen und speichern wollen wir jetzt im Moment nicht, aber zumindest wissen wir, wo es was gibt. Ne? Die Äpfel nehmen wir mit. Satt sind wir noch genügend eigentlich, aber 68%. Wir essen mal aus dem Topf eine Kleinigkeit. Dann haben wir auch wieder Ruhe. Das ist eigentlich ganz nett mit diesen Töpfen, die hier überall verteilt sind. Stehlen wollen wir nichts. Moment, das Sternchen. Kunesh, den kennen wir doch. Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Komm, wir sind kein Schwein. Der kann froh sein, dass er noch lebt. Oder ist das eventuell eine weitere Quest? Ist das eventuell eine weitere Quest? Sieht so aus, ne? Sieht tatsächlich so aus. Komm, wir sind doch Schwein. Du hast noch Schulden bei mir. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Hier schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich. Du hast noch immer nicht die Schnauze voll, ne?
hier und jetzt töten. Wann immer mir danach ist, du Hasenfuß. Ach ja? Nur zu, zeig's mir. Ey, jetzt aber, jetzt. Was ist los? Verflucht! Treten, sei kein Mädchen, du Mistvieh. Wird ein langer Kampf, so wie das aussieht. Das Problem ist halt wirklich meine Ausdauer, ne? Zu betteln. Aus Galitz stamme ich und ihr wisst schon. Joho, hallo. Ich möchte gerne wieder aufstehen. Können gerne, bitte. Das hat mich erwischt, ne? So, erstmal waschen wir uns. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir uns wieder so ein bisschen auf die Beine kriegen. Satt sind wir eigentlich zur Genüge. So, wo waren denn noch Verbände? Ich blute nicht. Er sagt mir, ich blute nicht. Okay. Heißt also, wir müssen abwarten, bis wir uns von selber wieder heilen. Noch ein Questgeber. Dann gehen wir nach da. Aber sieht jetzt nicht so aus. Also ich muss irgendwas machen, damit uns das ein bisschen besser geht. Ringelblumenaufguss, ne? Hä? Nee, wohl eher nicht.
Aber das sollte. Okay, da müssen wir essen, dann nützt halt nichts. Okay, langsam geht die Gesundheit auch wieder einen Schritt nach oben. Aber halt wirklich nur langsam, ne? So, Leute, wo ist denn jetzt die andere Schenke gewesen? Die hier, ne? Hier haben wir nochmal eine Schenke. Da müsste nochmal ein Auftrag auf uns. Nee, auf der anderen Seite. Und wie kommen wir da hin? Mir deucht, wir müssen diesen Weg gehen. Da, der Wildhüter, wir haben ihn, okay. Ich will mit dir reden. Ich will mit dir reden. Gibt's hier Arbeit für mich? Zufällig Arbeit für mich? Kommt drauf an. Wie ist dein Gehör? Was? Was? Ich sagte, wie ist dein Gehör? Was? Perfekt. Du brauchst mich nicht anzubrüllen. Warum fragst du denn? Weil es da eine Kleinigkeit zu tun gibt. Aber ich brauche jemanden, der die Gegend kennt und besonders gut hört. Das sollte ich hinbekommen. Also gut. Mein Freund ist Vogelfänger und er hat mir ein paar seltene Nachtigallen zur Verwahrung überlassen. Sie sind gute Handelsware. Reiche Männer halten sie in ihren Kammern in Käfigen, besänftigen damit ihre Frauen, wenn sie saufen und herumhuren gehen. Verstehe. Das Problem ist, dass die Nachtigallen fort sind. Ich weiß nicht wie, aber die Vögel sind ausgeflogen. Also, erstmal auf die Einkaufsliste für nächstes Mal ein paar Nachtigallen werde ich mir dann besorgen. So. Warte mal, du verlangst doch sicher nicht von mir, auf der Suche nach Vögeln im Wald herumzuflattern. Nein, das nicht. Zum Glück sind ihre Schwingen gestutzt, also können sie nicht weit sein. Die Turmwache meinte, sie flogen Richtung Vranik. Ich habe hier Fallen. Damit solltest du sie leicht fangen können. Gut, aber woher weiß ich, wo ich die Fallen aufstellen soll? Angeblich mögen sie Kiefern. Und bei Vranik gibt es einen Hügel voller Kiefern. Da stehen eine Menge Kiefern. Deshalb sollst du ja lauschen. Nachtigallen haben einen unverwechselbaren Gesang. Wenn du in der Nähe eine hörst, legst du an der Stelle eine Falle aus. Sie haben andauernd gezwitschert, während sie hier waren. Ich erinnere mich an die Melodien. Ich singe sie dir vor. Kann's kaum erwarten. Die Melodie geht etwa so. Was? Und sowas halten sich die Leute zu Hause? Das klingt wie eine Katze, der man am Schwanz zieht. Du weißt doch, wie es ist. Die feinen Leute sind eben seltsam. Kannst du dir die Melodie merken? Ja, wir brauchen die nicht nochmal hören, ne? Ja, hab's mir gemerkt. Gut, hier sind die Fallen. Vergiss nicht, sobald du eine Nachtigall hörst, lege in der Nähe eine Falle aus. Nach einer Weile sollte sie hineintappen. Wird gemacht. So, was haben wir denn hier an Übungen? Jagen, Hundemeister, keine Ahnung. Aber ich glaube, das kostet wieder alles ich Kohle, gerne, ne? Ein besserer Jäger. Selbstverständlich. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Was? Das ist mal ein bisschen Fille, ne? Das ist ja mal ein bisschen Vielleicht Fille. Ein anderes Mal. Möge Gott über dich wachen. Boštíček, daj jim pán Bůh nebesa. Požírali staré baby na trapáči do lesa. So, Vranik. Wir müssen auch noch mal gucken, wo Vranik dann ist, ne? Da. Da hinten. So, die Frage ist, gehen wir jetzt erstmal zum Vogt? Hier gibt es ja jetzt keine weiteren Aufträge, wie es aussieht. Oder
Oder gehen wir Nachtigallen jagen? Oder gehen wir Nachtigallen jagen? Nee, ich glaube, wir gehen erstmal zum Vogt. Wir gehen erstmal zum Vogt, auch wenn es uns noch nicht so hundertprozentig gut geht, ne? Hallo, gute Frau. Ja, hallo? Guten Tag. Guten Tag. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr Hans ist der Burggraf und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. So, ihr merkt schon, der Hans, der ist nicht wirklich der beliebteste hier. Das kann ich aber auch durchaus nachvollziehen. Rosmarin? Habe ich von einem Händler. Er hatte das in Prag und meinte, es wäre ein wahrer Hochgenuss gewesen. Na gut, dann versuche ich das. Und wenn's ihm nicht schmeckt, sperre ich ihn zu den Hühnern, dass er nächstes Mal... Ist immer ganz witzig, zwischendurch den Leuten hier zuzuhören. So, wo ist Le Vogt? Semmeln und Brezeln. Zwiebeln, die die stärksten Männer zum Weinen bringen. Ein Alchemietisch, okay. So, da ist der Vogt, dann reden wir mal mit ihm. Sei mit dir. Was ist das? Gibt es Neuigkeiten? So, wer kann mir... Wir treten. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. So. Ah, du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Ich weiß nicht. Ich bin bloß ein junger Schmied. Nicht mehr, Junge. Du bist nun Teil von Herrn Ratzigs Gefolge. Und das bringt Verantwortung mit sich. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? War es eine Martha? Der Hans... Nee, müssen wir ihm das erzählen? Müssen wir nicht unbedingt, oder? Der Hauptmann mag mich nicht, ist auch unwichtig. Komm, wir stellen mal unser Licht unter den Scheffel. Der Hauptmann ist gnadenlos. Je härter die Ausbildung, desto leichter die Schlacht. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Kirche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. So, Leute, das ist schon mal cool. Wir kriegen also neue Ausrüstung. Was gibt's denn für Neuigkeiten? Wir fragen mal nach. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Ich möchte lesen lernen. Wen sollte ich fragen? In Uschitze lebt ein Schreiber im Ruhestand. Geh zu ihm. So, gibt's noch was Interessantes hier? Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Man sagt, wo sie auch hinkommen,
plündern, schänden und metzeln sie. Natürlich macht das jede Armee, aber diese Barbaren lieben die Grausamkeit geradezu. So, das sollte erstmal reichen. Lebe wohl. Ja, ich lebe wohl. Ich lebe wohl. Kann ich denn hier irgendwas Interessantes? Gibt's hier noch was für mich zu holen? Ne. Ne. Du, die Rüstkammer. Wollen wir mal gucken, wo die Rüstkammer ist, oder? Da ist der Rüstschmied. Im unteren Raum der Rüstkammer. Also wieder hoch. Oder müssen wir hier durch? Nee, ne. Wir gehen erstmal. Wir gehen einfach mal die Straße lang Richtung Rüstkammer. Andere Richtung, ne? Andere Richtung. Aber alles verloren. Hey du, auf ein Wort. Na, was wollst? Was willst du? Wie kann ich helfen? Hey, du hast mich angesprochen. Wieso lungerst du hier herum? Hast du keine Arbeit? Nein. Seit Sigismunds Schergen mir alles genommen haben, muss ich betteln. Worum geht es? Seit ich alles verloren habe, kämpfe ich ums nackte Überleben. Bin in fremden Taschen erwischt worden. Und jetzt kann ich keinen Fuß mehr auf den Hauptplatz setzen, ohne dass mir die Büttel auf die Pelle rücken. Du bist also ein Taschendieb. Na gut, komm auf den Punkt. Aber lass die Hände da, wo ich sie sehen kann. Pastera, diese verfluchte Wache hat mir meine ehrlich erbettelten Groschen weggenommen. Er behauptet, ich hätte sie gestohlen und hat sie selbst eingesackt. Wenn du sie aus seinen Taschen zurück in meine befördern könntest, wo sie rechtmäßig hingehören, gebe ich dir was ab und bring dir ein paar Kniffe bei. Was sagst du? Ich bin kein Such Dieb. Such dir wen anders dafür. Die Pest soll dich holen, dich und deine Nachkommen. Schimpft sich Christ und verweigert seinem Nächsten die Hilfe? Mach's gut. So, auf die Map. Ja, wir müssen doch zurück und dann links den ganzen Weg. Und dann muss ich zusehen, dass wir irgendwie uns so ein bisschen heilen können, ne? Und dann müssen wir halt sehen, dass wir uns dann ein bisschen heilen können. Ich denke mal, wenn wir irgendwo schlafen. Wenn wir ein bisschen schlafen, dann sollte das funktionieren. So, dann müssen wir jetzt hier auf die andere Seite. Und hier unsere neue Ausrüstung, die Ausrüstung für die Wachen abholen. Ich schaue aber erstmal hier nochmal rein.
Ja, geh mal. Kommen Sie durch. Der Vogt dich geschickt? Ja, hat er. Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Und? In Lanes Treue zu? Herrn Ratzig Kobiller. Hm. Ja, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. So, ich habe erhalten die Rüstung der Wache, okay. Und jetzt überlege ich tatsächlich, ob wir nicht zuerst mal die Nachtigallen fangen sollen. Vor allen Dingen, wenn ich überladen bin. So, kann ich denn hier auch irgendwo schlafen? Hallo? Wie sieht's denn da aus? Nee, da haben wir natürlich keinen Schlafplatz. So, liebe Leute, mit einem letzten Blick auf die Karte. Irgendwie müssen wir auch zusehen. Wir müssen auch mal zusehen. Da haben wir auch nochmal einen Aktivitätengeber. Sag mal, wo laufen die denn immer rum? Dann sind sie mal da, dann sind sie mal weg. Also wir müssen eigentlich zusehen, dass wir irgendwo einen Schlafplatz finden. Den hätten wir ja zum Beispiel hier hinten in... Ah, das sind Schnellreisepunkte, oder? Tatsächlich. So, hier könnten wir uns ja eine Unterkunft zum Beispiel besorgen, da ein bisschen schlafen und dann zusehen, dass wir uns um die Nachtigallen kümmern. Das Ganze machen wir dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Bis dahin, liebe Leute, macht's gut, bleibt gesund. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Bis dann.